أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الجميل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد Gelobt und gepriesen ist Allah Subhanallah, der Herr der Welten, der das erschaffen hat aus dem Nichts heraus. Ihm gebührt der Gehorsam und ihm gebührt die Anbetung. Darum wollen wir uns Allah Subhanallah hingeben, dass er uns mit dem Paradies belohnt und vor der Hölle bewahrt. Heute ist das Thema Selbstbetrug, wie wir uns selbst betrügen. Wir kennen, zumindest die meisten von uns bestimmt, den Hadith, wo es heißt, ein Mann kam zum Propheten und fragte, wenn ich die vorgeschriebenen Gebete verrichte und den Ramadan faste und das Haram unterlasse, aber sonst nichts mehr hinzufüge, werde ich dann ins Paradies kommen? Und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, bejahte dies, also sagte ja. Dieser Hadith sagt uns im ersten Moment mal aus, dass nur das Festhalten an den Pflichten ausreicht, um ins Paradies zu kommen. Ist ja heute auch immer so ein Standard bei vielen Muslimen, die sagen, ja, ich komme vielleicht in die Hölle, aber ich komme irgendwann raus. Das ist immer so dieses Alibi in ihrem Verständnis, um Islam zu praktizieren. Sie machen Sünden und rechnen auch damit, vielleicht in die Hölle zu kommen, aber sagen dann, ich komme jetzt Muslim wieder raus. Das ist immer solche besondere Ansichtssache. Der Selbstbetrug fängt damit an, dass man meint, es ist okay, wenn ich die 5-tägigen Gebete mache und den Ramadan faste und mehr brauche ich nicht, damit bekomme ich ja das Paradies. Betrachtet man aber die Sachen mit den Pflichtgebeten so, wenn man nur von den großen Sünden fern bleibt, dass die Person nicht mehr machen braucht, aber dies in der Realität eigentlich nicht zutrifft. Wir haben die Aussage des Propheten, wer ein Gebet festhält, wer seine Pflicht macht, wie Fasten und Sadaka oder Zakat gibt, der kommt ins Paradies. Aber vergessen immer dabei, dass hier ein bisschen mehr dazu gehört, wie nur an den Pflichten zu machen. Denn wenn man sich den Pflichten wirklich hingibt, wenn man sagt, ich bete fünfmal am Tag, ich mache meine Pflicht, also was von mir abverlangt wird, dann mit der Zeit wird der Iman geweckt in einem und man möchte automatisch mehr machen. Man bleibt nicht auf dem Level stehen. Und deshalb führt das hier zum Selbstbetrug, wenn man mal das Gebet anfängt, geschweige denn, sie haben überhaupt angefangen. Es ist ja eine Sache, dass die Leute immer meinen, ich komme ins Paradies und sie machen ja eigentlich nicht einmal das, was der Mann hier in den Hadith sagt. Sie machen sie nicht mehr 5 Gebete. Sie machen einen Teil davon. Oder nur kurzfristig. Dann lassen sie davon ab. Wenn wir uns Allah subhanahu wa ta'ala hingeben, erweckt das in uns einen Geschmack, dass wir mehr machen wollen. Dass wir mehr Eifer zeigen. Und dann kommt automatisch zu den Gebeten viele andere Dinge dazu, die wo wir sonst von der Theorie her vielleicht nicht hätten. Aber die Praxis sieht anders aus. Wenn wir uns alle hingeben, kommt automatisch mehr. Und wenn wir jetzt die betrachten, die wo wir unter uns kennen, die am Tag 5-mal beten, was sehen wir denn sie alles, was sie machen? Sie bemühen sich in vielen Bereichen auf alles Weg. Sie bleiben nicht damit zufrieden und sagen, ich bete und ich mache mein Fasten und mache kein Sinn und das war's. Sondern sie bemühen sich auch, der Umma von Mohammed Sallam nützlich zu sein, etwas zu tun. Obwohl sie ihn ja eigentlich keiner aufgetragen hat. Aber es ist das Verlangen. Es ist die Erkenntnis, ich möchte mehr für Allah subhanahu wa ta'ala tun. Und deshalb wächst es aus einem heraus, dass wenn man seine Pflichten wirklich nachgeht und wirklich einhält, dass man mit der Zeit mehr macht. Die, wo nicht mehr machen, die wirklich bei denen stehen bleiben, das sind die, die es gewisse Art und Weise als Spielerei benutzen. Die nämlich ihre 5 Gebete nicht so machen, wie sie sollten. Immer wieder Lücken haben. Hauptsächlich das Verschlafen des Frühgebetes von Sabah Namaz. Ist ja ein großes Ding. Wie viele verschlafen, möchten nicht wissen, wie viel heute am Silvestertag, also von gestern auf heute, das Frühgebet verschlafen haben, weil sie bis 4 Uhr, 5 Uhr wach geblieben sind. Da kann man noch keinen Fetscher beten. Dann sich schlafen gelegt haben und vielleicht um 9 Uhr, 10 Uhr aufgewacht sind. Wie viele von den Muslimen mag das passiert sein? Selbst denen, die eigentlich sonst einigermaßen das Frühgebet verrichten. Das ist natürlich schon eine Traurigkeit und eine Schande, dass man wegen solchen Dingen sein Frühgebet verschläft. Und immer nur eigentlich solche Leute, die stützen sich drauf und sagen, Alhamdulillah, ich bin ja Muslim, ich komme da schon irgendwann ins Paradies.
Also sie gestehen sogar noch ein und sagen, ja okay, ich komme halt mal ein bisschen in die Hölle, aber ich komme irgendwann raus. Wenn man ihnen aber dann sagt, dann halt mal einfach ein Feuerzeug unter der Hand und schau mal, wie lange du es aushältst, dann sind sie nicht bereit, das zu machen, weil jeder weiß, dass es sehr weh tut. Und die Mehrheit der Menschen hat sich bestimmt noch nicht verbrannt und trotzdem macht das keiner jetzt ein Feuerzeug unter die Hand und lässt seine Hand anbraten, um zu sehen, was könnte mich in Chernobyl erwarten. Trotzdem sind sie sehr leichtsinnig und sagen, ich komme irgendwann mal wieder raus aus der Hölle. Also es fragt mich immer, was für ein Spiel dahinter steckt mit solchen Aussagen. Wenn man mit dem Auge des Herzens sehen würde, dann könnte man sehr schnell erkennen, was eigentlich die Ansichten sind und was die Aussicht ist. Das Herz hat einen anderen Blickwinkel, wie unsere normalen Augen, unser Augapfel. Der sieht hier das Materielle. Unsere Herzen können andere Dinge wahrnehmen, vor allem dann, wenn ich mich aus dem Panel hingebe. Und wenn ich mich alle hingebe, dann sieht das Auge, also das Auge des Herzens, Dinge, wie ich mich alle hingeben soll. Und praktiziert und macht mehr. Das kommt bei einer Theorie nicht zustande. Wenn ich nur bei der Theorie bleibe und sage, Hauptsache ich mache mein Gebet, ich fasse, komme ins Paradies. Es bleibt nicht bei der Sache und man wird abrutschen. Man kann sich das etwas so vorstellen, ich gehe in einen starken, reißenden Fluss, fange an, ihn entgegenzulaufen, dass ich nicht abrutsche. Und dann sage ich mir, nee, ich habe jetzt eine Stelle erreicht, ich bleibe jetzt stehen. Ich bin hier an sicheren Halt. Die Strömung des Flusses, obwohl ich stehe, wird mich Zentimeter für Zentimeter mitnehmen. Und dann irgendwann bin ich an einer anderen Position gelandet, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Und so ist es auch mit unserer Hingabe zu Allah. Wenn wir meinen, es reicht nur das Gebet, es reicht nur das Fasten, wird uns abtreiben. Denn wir haben ja, was uns bewusst sein sollte, den Shaitan als Feind und er möchte nicht, dass wir vorankommen. Wir meinen immer, naja, ich mache mein Gebet und das war's und dann habe ich meine Ruhe. Wir vergessen, dass Allah subhanallah uns ständig prüft. Wir vergessen, dass Allah uns den Shaitan als Feind erklärt hat. Wir vergessen, dass der Shaitan ganz feste Absichten hat, dass wir das Paradies nicht erreichen oder zumindest nicht auf diese Art und Weise. Also unterliegen wir einem Selbstbetrug, wenn wir meinen, ich gehe nach meiner Richtlinie, nach meiner Richtschnur und das wird schon passen. Betrachten wir das eine Mal, dass wir heute hier zusammen sitzen, ist eine reine Barmherzigkeit von Allah. Wie viele mögen sich vorgenommen haben, herzukommen, ich schreibe manche an und die sagen, okay, ich komme, dann kommen sie doch nicht und sie kommen so oft nicht, obwohl sie es dann vielleicht sagen, wer weiß, wie sie ehrlich sie meinen, aber Allah hat sie gar nicht kommen lassen, weil sie einen Selbstbetrug in sich leben. Das sind Dinge, wo die Muslime heute schwer zu begreifen, dass wir durch Selbstbetrug uns selber schaden. Es ist Allahs Dank, Gnade, dass wir hier sitzen. Und die Frage ist noch, wie lang? Es ist eine Dankbarkeit von Allah, dass wir zusammenkommen konnten. Andere kommen um des Shaitans Willen zusammen. In irgendwelchen Diskotheken, in Shisha-Bars, in irgendwelchen Spalunken, wo Frauen rumtanzen, was auch immer. Aber Allah subhanallah hat uns heute in dem Moment zu den Auserwählten sein lassen, dass wir uns hier treffen können. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Aus welchem Grund auch immer hat Allah uns hier zusammenkommen lassen. Den einen vielleicht, um ihm nochmal eine Ermahnung zukommen zu lassen, weil er immer sehr viel rumschlampert. Den anderen einfach nur, dass er mehr Belohnung bekommt. Den anderen, dass er einfach heute wieder seine Sündenvergebung bekommt. Die Gründe können verschieden sein. Dennoch, alle wo wir hier sind, aus der Dankbarkeit von Allah sitzen wir hier, und wir wissen diesen Wert immer gar nicht richtig zu schätzen. Wir meinen, ja, mir war heute mal langweilig, dann gehe ich halt mal ins Sochbett und das war's. Nein, dem ist nicht so. Denn viele andere nehmen sich's vor und alle lässt sie nicht kommen. Wie viele mögen sich vielleicht gestern vorgenommen haben, trotzdem für ein Frühgebet aufzustehen, haben es aber nicht gemacht. Weil sie vielleicht gestern den Abend nicht gut verbracht haben, hat alle sie gar nicht aufwecken lassen und sie haben durchgeschlafen und wieder ein Gebet versäumt. Gründe, die wir alle nicht wissen. Aber wenn wir mit verschlossenen Augen durchs Leben gehen, dann werden wir nie etwas erkennen, warum etwas so oder so ist. Dieser Hadith, oder auch der andere mit diesem Hund, wo ein Hund Wasser gibt vom Brunnen und dadurch das Paradies kommt, es wird dort gerne hergenommen als so ein kleines Alibi,
Es reicht, ich bin ein guter Mensch und ich habe schon das Paradies. Wir kennen ja gar nicht die richtigen Umstände dieses Mannes, der den Hund ein Wasser gegeben hat. Wir wissen gar nicht, vielleicht hat er vorher Türbe gemacht als großer Sünder. Oder hat er diese Aktion noch hergenommen und in das Paradies versprochen. Oder die Frau, die eine Katze eingesperrt hat, sie nicht rausgelassen hat, sie drinnen verhungert ist, weil sie irgendwo auf Reisen gegangen ist. Wir wissen aber nicht, was die Frau vorher gemacht hat. Vielleicht war sie eine gute Frau, aber hat dann angefangen, Dinge zu machen, die alle nicht gefallen haben. Und dann war Anlass der Katze, um sie nicht zu kümmern, sie das Höllenfeuer zu versprechen. Wir dürfen nicht mehr so leichtgläubig sein und meinen, dieser eine Sachverhalt, ich gebe einen Hund zum Trinken und dann bin ich gerettet. Wir lassen uns sehr schnell täuschen, solche Dinge. Wir kennen diese ganzen Aspekte des Hintergrundes nicht. Wir wissen, wir unterliegen Prüfungen. Wir wissen, unser Leben ist eine Herausforderung. Vor allem die, die dann verheiratet sind. Wie schlimm ist es, die Herausforderung? Es ist nicht einfach, mit einer Frau, mit Kindern, das Leben zu meistern, Islam zu meistern. Die meisten haben heute große Probleme. An was es liegt, können wir nicht sagen. Aber es ist natürlich eine Sache, mit der wir leben müssen, wo uns bekannt, begreiflich sein muss, das Leben ist nicht so einfach, wie wir meinen. Wir nehmen diesen Hadith her und denken, ich bin gerettet. Dem ist ja nicht so. Wenn dem so wäre, dann wären die meisten wohl gerettet. Aber die Mehrheit der Menschen befindet sich in Jahannam. Und die wenigen kommen ins Paradies. Nicht umgekehrt, nicht die Mehrheit des Jahannam. Die Mehrheit der Menschen von Adams Zeit bis zum Qiyamah wird in Jahannam sein. Obwohl Jahannam kleiner ist wie das Paradies, wird die Mehrheit dort sein. Jahannam ist größer und dann weniger sein wie Jahannam. Wenn es doch alles so einfach wäre, würde es ja nicht sein. Nein, aber wir unterliegen einem Selbstbetrug. Die Dankbarkeit, dass Allah uns hierher kommen lassen, in vielen anderen Dingen auch, wo wir erkennen müssen, es ist Allahs Dankbarkeit, dass ich an Gemeinschaftsgebet teilnehmen darf, dass ich an Sohbet teilnehmen darf, dass ich unter Brüdern sein darf, die wo das Gute gebieten und das Schlechte verwerfen, die wo auf dem Weg von Allah sind. Das ist eine Barmherzigkeit, eine Gnade Allah, die gibt er nicht jedem. Aber wir leben in Selbstbetrug, weil wir drüber nicht nachdenken, über diese Sachverhalte. Wir meinen immer, es ist uns zuzuschreiben. Es ist uns nicht zuzuschreiben. Es ist rein die Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Dass wir hier sitzen, ist einfach nur eine Gnade von Allah. Warum er uns das ermöglicht, warum er wollte, dass wir hier sind, Allahu alam, können wir ihm fragen, wenn wir mal eines Tages vor ihm sind. Aber es ist dennoch eine Barmherzigkeit. Wir sollten dies wertschätzen. Wir sollten Allah dankbar sein, Ya Rabbim. Wir danken dir, dass du uns hier an einer Versammlung teilnehmen lässt, wo es um dich geht, wo es um Islam geht, wo du die Engel schickst, die uns umkreisen, die für uns Dua machen. Wie viele von Muslimen heute, Nürnberg, was ich, mit seinen 50.000 Muslimen oder 40.000 Muslimen, was es gibt, wie viele befinden sich jetzt in den Moscheen? Und vor allem nach Gebet, welche Moschee macht denn irgendwo was? Die meisten sind da zu Hause. Und die Jugendlichen jetzt in den Ferien gammeln draußen irgendwo rum. Also wir erkennen den Wert, den uns alle gibt, dass er uns heute hier lässt sein. Das ist eine schöne und große Sache, wo wir uns bewusst sein müssen. Und die anderen, die wo vielleicht kommen wollten, sich es vorgenommen hat, die Allah aber gar nicht kommen lassen. Vielleicht lag es daran, weil sie die Ziele, die sich vornehmen, einfach nicht einhalten. Sie sagen, ich fange das Beten an. Aber schieben es immer raus oder machen nur ein Stück weit.